Herzlich willkommen bei einem neuen Video von Garnelen TV. Mein Name ist Lukas Müller und ich habe mir mal gedacht, ihr habt wieder so viele Aquarien eingesendet, es wird höchstens Zeit, mal wieder zu welche zu bewerten. Und es wird auch die ganze, jeden Tag wird, glaube ich, danach gefragt, wann denn endlich weitere Bewertungsvideos von euren Aquarien kommen. Und da habe ich mir gedacht, setze ich mich nochmal dran und schaue nochmal, was sich da so machen lässt. Fangen auch einfach mal an mit einem 160 Liter Aquascape Gesellschaftsaquarium, was mal eingeschickt worden ist. Oh! Mal kurz auf Pause, um sich das mal so ein bisschen wirken zu lassen. Wir haben hier ein sehr gutes gestaltetes, eingerichtetes Aquarium. Von 160 Litern. Boden ist schön bedeckt. Ich sehe dort Fadenfische, schöne Feuertetras. Finde ich sehr, sehr gut. Auf jeden Fall ist ein Außenfilter angeschlossen. Es ist eine LED-Lampe drüber. Die Pflanzen sind wohl geschnitten worden, weil die alle so eine einheitliche Größe haben. Schauen wir mal weiter, was das Video noch so bringt. Oh, schöne Caridina multipetata, also Amano-Garnelen sind drin gegen den Algenaufwuchs. Schnecken sehe ich auch. Blasenschnecken können zu Plage werden, wenn man zu viele hat, auf jeden Fall. Raubschnecken benutzen, wobei Raubschnecken sich meistens eingraben und dann die Pflanzen meistens mit raus. Haben. Diese Fische, die finde ich auch mal sehr interessant. Das sind Welse. Ich glaube, das sind Prachtflossensauger. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich weiß nicht genau den Namen mehr. Ist auf jeden Fall eine Weltart. Sind eher so ein bisschen ründlicher und sehen bei richtig coolem Licht und Schimmern richtig, richtig, richtig geil aus. Ich bin ein riesen Fan von den Tieren. Obwohl mir es. Doch, es ist der Prachtflossensauger. Jetzt, ich weiß es hundertprozentig, es ist der Prachtflossensauger. Finde ich ein mega cooles Tier, findet man nicht so häufig im Zoofachhandel, habe ich festgestellt. Und wenn, sind sie relativ teuer. Sind auf jeden Fall sehr, sehr cool. Schauen wir weiter, was haben wir noch? CO2-Zufuhr über einen Sprudelstein. Könnte man noch einen Diffusor mit einbauen. Was hatten wir hier noch? Von oben. Auf jeden Fall Wasserbewegung ist da, das kann man daran sehr gut erkennen. Von der Seite. Ja, auf jeden Fall ein schönes, gelungenes Aquarium, würde ich sagen. Eure Meinung auch gerne dazu unten in die Kommentare. Super Anblick, macht bestimmt mega Spaß. Ich würde aber auch wie bei den vielen anderen Aquarien halt noch irgendwie eine Milchglasfolie hinten ran machen oder eine schwarze Folie. Ich glaube, das würde dem einfach nochmal einen richtig guten Touch bzw. richtig gute Sicht geben. Also, das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ja, da ist das Video auch schon zu Ende. Gehen wir zum nächsten. Das Video hier ist von Lars, hat 450 Liter. Es sind Kaifleck-Bablinge drin, Phantomsammler, Harnischwelse und Caridina multipetata, also Amano-Garnelen. Dort sehen wir die Kaifleck-Barben. Viele Algen. Ja, sehr viele Algen. So, jetzt bitte eine komplette Ansicht. Ist auch mal wichtig für euch, wenn ihr mir ein Video einschickt, macht immer am besten eine komplette Totale von dem Aquarium, wenn man mal alles sieht. Ja, okay. Ist halt ein bisschen mit Pflanzen, ein bisschen dort, mal hier. Etwas, Bodengrund ist auch so ein bisschen verschieden. Hier auf der rechten Seite haben wir halt irgendwie so Steinarten und da haben wir so Sand, Kiesartig auf der anderen Seite. Haben so ein bisschen Steinaufbau auf der linken Seite, haben jetzt keine besonderen Fische, sage ich mal so, sondern einfach so ein typisches Gesellschaftsaquarium, was einige zu Hause haben. Ist aber auch überhaupt nicht schlecht. Hier wird Aquaristik betrieben, finde ich sehr, sehr gut und vielen Dank für das Zeigen. Mal gucken, vielleicht kommt ja dann noch was. Besonders cool finde ich eigentlich den Baum hier. So ein bisschen, dass der so ein bisschen ist. Da haben wir eine schwangere Amano-Garnelen-Dame. Wenn du die züchten willst, den Zuchtbericht
verlinke ich die mal unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise in der Infobox. Da ist noch eine schwangere Amano. Sind gar nicht so schwer zu züchten, wie man eigentlich glauben mag. Man muss es halt nur irgendwie richtig machen. Wer Fragen dazu hat, kann mich gerne dazu fragen. So, hier ist eine Halterung von der Heizung, aber keine Heizung drin. Also die würde ich entfernen. Alter, was ist denn? Warte mal. Was ist denn da mit dem Licht? Hell, dunkel, hell, dunkel. Vielleicht ist es so eine Beleuchtung, die so ein bisschen wolkenartig mitmacht oder die Kamera hat einen weg. Schöne Amano. Also Amano-Garnelen können auch nicht solche Algenplagen beseitigen. Das funktioniert nicht. Sowas muss man dann händisch wegmachen. Da können auch Amano-Garnelen nichts dran tun. Joa. Vielen Dank fürs Einsenden dieses Videos und dieses Aquarium. Gehen wir zum nächsten. Mein Aquarium hat 60 Liter, 10 Rubinbärblinge, 22 Neocaridina Davidi und ist seit 2017 April im Betrieb. Schauen wir mal. Schärfer, es wird schärfer, es wird schärfer. Und was mir sofort auffällt, ist natürlich sehr dicht bepflanzt, somit kommt kaum noch Licht unten durch. Die Futtertablette, die ich jetzt hier. Nicht so schnell. Die ich jetzt hier so gesehen habe. Warte, kommt die jetzt? Ja, hier. Wie man sieht, die wird gar nicht berührt. Das heißt, die Tiere haben gar kein Interesse an diesem Futter und daher würde ich das Futter so schnell wie möglich rausnehmen, da Futter das Wasser in kleinen Aquarien sehr schnell belastet. Viele abgestorbene Pflanzenreste, die ich auch entfernen würde, die mir nicht so gefallen. Hier auch mit Löchern. Ich lese gerade, dass diese Futtertablette dafür genutzt worden, um Garnelen anzulocken. Hat aber leider nicht so ganz funktioniert, würde ich mal so sagen. Ja, ein paar Fischaufnahmen. Was haben wir hier? Eine Posthornschnecke. Oh, und eine Neocaridina Davidi Red Fire ziemlich ausgeblichen. Hier haben wir noch eine Garnele. Das ist doch mal eine. Ja, Fischi, geh weg. Mit einem schönen Rückenstrich. Das ist halt wirklich dann eine Neocaridina Davidi. Eine Red Fire, also so eine Red Fire Garnele, die man eigentlich so ein bisschen kennt aus dem Ursprung, dass sie mit einem heftigen Rückenstrich hat. Aha. Ja, vielen Dank fürs Einsenden. Gehen wir direkt weiter zum nächsten. Und hier haben wir ein 125 Liter Aquarium. Besatz sind Feuertetras und diverse weitere Garnelen. Schauen wir uns das mal an. Schön, also leuchten auf jeden Fall sehr schön orange. Die Bepflanzung gefällt mir jetzt auch sehr. Es ist sehr schön dicht bepflanzt. Oh, unten richtig schöner Teppichrasen. Ziemlich dicht alles, sehr cool. Caridina multipinnata, Amano-Garnelen gegen Algenaufwuchs. Ich sehe hier aber auch Red Fire, also Caridina und Neocaridina Davidi. Hier noch sitzen, sehr schön rot. Die Bepflanzung gefällt mir auch sehr. Ich stehe echt so grün und so rötliche Pflanzen, die man da so hat, finde ich sehr, sehr schön. Ja, nicht schlecht. Also Respekt. Das sieht richtig, richtig gut aus, das Aquarium. Auch ein schönes Tier. Beziehungsweise schöner Fisch. Müsst mal in die Kommentare schreiben, ob ihr, weil viele wissen ja eigentlich, was für Fischarten das sind, ob ich die mal eigentlich nennen soll, weil eigentlich sind sie ja bekannt und eigentlich kennen wir sie ja alle. Die meistens so in Aquarien sind. Falls mal irgendwas Ungewöhnliches drin ist, dann werde ich auf jeden Fall jetzt immer den Namen sagen. Aber schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, würde mich interessieren. Ja.
Mich würde hier auch noch mal so ein bisschen das Technik-Setup, was hier für einen Filter installiert ist, wahrscheinlich ein Außenfilter, aber auch die Düngermethode interessieren. Also, wenn derjenige zuguckt, der mir das Aquarium eingeschickt hat, gerne dazu mir mal Feedback geben, einfach mal eine E-Mail schreiben, wie er das so handhabt mit der Düngung. Und vielleicht interessiert es ja auch die Zuschauer, dann auch mal unten in die Kommentare schreiben. Dann mache ich dazu auch noch mal ein Video, wenn er mir dann antwortet. Vielen Dank dafür, für dieses wunderschöne 125 Liter Aquarium. Hier mache ich mal einen kurzen Cut mit diesem Video. An dieser genauen Stelle geht es nämlich in ein paar Tagen weiter. Also auch wieder einschalten, es kommen weitere Aquarien und vielleicht ist sogar deins dabei. Falls du dein Aquarium auch noch einschicken willst, kannst du das gerne tun. Einfach unten dem Link in der Videobeschreibung folgen und nachlesen, was du dafür tun musst. Gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat und du mehr davon sehen willst. Vergiss nicht, kostenlos zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit du auf keinen Fall ein Video verpasst. Und vergiss niemals, schaust du gerne in TV, wirst auch du gerne in schlau. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.